Ja, in diesem Video wollte ich mal klären, ob Team Sonic Racing mit Funracern wie Mario Kart mithalten kann. Die Antwort gebe ich jetzt schon mal von weg. Nein, kann es nicht. Team Sonic Racing ist kein schlechtes Spiel. Es wurde mit sehr viel Detailverliebtheit gearbeitet. Es gibt sehr viele Interaktionsmöglichkeiten auf der Strecke. Also es ist tatsächlich jetzt schon ein gutes Spiel. Aber mit Mario Kart kann es meiner Meinung nach nicht mithalten. Warum das so ist, das möchte ich jetzt hier mal aufdröseln. Es gibt jetzt nicht so den einen Punkt, warum der Spaß nicht so aufkommt wie bei Mario Kart. Es gibt so eine Ansammlung von Gründen. Und zum einen ist das schon mal diese Detailverliebtheit der Karten, die einem so ein bisschen die Übersicht raubt. Und das verschärft sich dann noch im Splitscreen-Modus, wo man ja nicht den ganzen Bildschirm zur Verfügung hat. Es ist nicht immer klar zu erkennen, wo man fahren muss, oder man kann es erst in letzter Sekunde erkennen. Was auch ein ganz fatales Problem ist, ist die meiner Meinung nach schwammige Steuerung. Das Spiel lebt eigentlich von präzisen Manövern und genauem Fahren. Das ist mit der Steuerung irgendwie nicht so richtig in Einklang zu bringen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, einem Teamkameraden zu helfen, wenn der ausgebremst wurde. Wenn man nah an dem vorbeifährt, dann kriegt er einen Turbo-Boost. Aber das ist kaum zu schaffen mit der Steuerung. Ich bin eigentlich bei der ganzen Fahrerei nur damit beschäftigt, keine Fehler zu machen, nicht von der Strecke abzukommen, nicht runterzufallen. Und kann kaum solche präzisen Manöver dann noch ausführen, weil das die Steuerung einfach nicht hergibt. Zum anderen haben die Entwickler einfach meiner Meinung nach viel zu viel in das Spiel mit hineingepackt. Man muss sich ja vor Augen halten, dass wir jetzt hier von einem Funracer sprechen und die Steuerungsmöglichkeiten eigentlich sich auf das Wesentliche beschränken sollten, damit man einfach eine kurze Einarbeitungszeit hat und jeder sofort den Controller in die Hand nehmen kann und mitspielen kann. Das geht hier leider nicht. Und ich lese euch jetzt mal die Liste vor, was es für Möglichkeiten alles gibt, während man dann Rennen fährt. Zum einen gibt es diesen eben angesprochenen Teamboost. Hat einer also ein Problem in eurem Team und liegt auf der Strecke, nah vorbeifahren, dann kriegt der einen Boost. Das nächste ist das Windschattenfahren. Fährt man also im Windschatten von einem Teamkollegen, bekommt man auch einen Boost. Driften kennt man auch aus Mario Kart, auch das gibt einen Boost. Dann kann man Stunts vollführen. Ich weiß nicht, für was die gut sind. Ich glaube, wenn man dann viele macht, gibt es auch einen kleinen Boost. Oder vielleicht kriegt man da Punkte für. Keine Ahnung. Dann gibt es noch den Tempo-Boost. Und den sollte man mit den Teamkameraden zusammen aktivieren. Der wird dann aktiv, wenn hinten diese Leiste sich füllt. Das nächste ist, was man bei dem Spiel öfters mal machen muss, ist ausweichen. Das habe ich jetzt hier mal extra übernommen. Das bedeutet, die Karte ändert sich auch im Laufe der Runden. Da sind auf einmal Hindernisse da, die vorher nicht da waren. Oder ja, der Gegner hat halt einfach ein Hindernis gelegt. Ja, das klingt jetzt banal, aber das ist doch dann in der letzten Runde vor allem, wenn dann die Hindernisse von der Karte kommen, ganz schön knifflig. Zudem sind noch Ringe auf der Fahrbahn verteilt. Die möchte man natürlich einsammeln, gibt am Ende in der Endwertung auch Punkte. Und zu guter Letzt sammelt man ja noch Items ein. Da sind jetzt viele selbstverständliche Dinge drauf. Ich wollte nur mal damit sagen, was man, während man fährt, alles beachten muss. Und da kommt dann erschwerend einfach die schwammige Steuerung und die teilweise, ja, unübersichtlichen Karten dazu. Wo ich teilweise gar nicht weiß, wo muss ich denn jetzt fahren, wo fahre ich schnell, wo fahre ich langsam, wo ist jetzt hier die Optimallinie, das dann eben noch mit der Steuerung, wie gesagt, erschwert. Also das sind so meiner Meinung nach die Gründe, warum das nicht an Mario Kart heranreicht. Finde ich sehr schade. Es gibt ja auch kaum Konkurrenzprodukte dazu auf der PlayStation 4. Ich freue mich natürlich über eure Meinung. Wenn ihr das Spiel auch habt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch ergangen ist.